Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Umstyling auf Gran Canaria. Wir stylen heute Irina um. Und Marcello, ich glaube, du kannst uns schon etwas über Irina erzählen. Ja, Irina hat 4 Kinder, die bislang bei ihr auch im Mittelpunkt standen. Und Irina sucht heute einen Look, einen sommerlichen, frischen Look, den sie sowohl in der Freizeit als auch im Büro tragen kann. Irina hat sehr lange, blonde, schöne Haare, die aber auch herausfordernd sein können. Und Irina hat ein großes Faible für das Thema Schmuck. Und was passt besser zusammen als das Thema Sommer und Schmuck? Und wir gehen direkt mal los und gucken, was wir Schönes für sie finden. Ja. Hallo, ich bin Irina, ich bin 35 Jahre alt. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Mein Stil beschreibe ich als langweilig. Ich bin ganz unkreativ. Ich finde, ich ziehe mich entweder schick oder sportlich an, weil bei mir gibt es keine goldene Mitte und ich möchte, dass ich mehr Sachen kombinieren kann und dass mehr so Farben ins Spiel kommen. Und ich bin natürlich ganz gespannt, was jetzt passiert und freue mich drauf. Hallo Irina. Hallo Irina. Hallo. Irina, du hast dir ja von uns Farbe gewünscht und wir haben dir Farbe mitgebracht. Und zwar ist das unsere aktuelle Mai-Kollektion. Genau, alles neu macht der Mai und im Mai haben wir natürlich schöne Farben dabei. Wir haben aber auch ganz viele unterschiedliche Muster, die man miteinander kombinieren kann oder aber auch was sehr schön ist mit einfachen weißen und schwarzen Teilen, wie sie jede Frau auch im Kleiderschrank hat. Und bei dir fallen mir jetzt eigentlich 2 Farbrichtungen direkt ein. Das sind zum einen diese Aquatöne, Türkis, dieses Grün, was sehr schön auch mit deinen Augen harmonieren kann. Und dann diese andere Richtung hier mit Koralle, Terrakotta, was ich jetzt aber etwas weniger sehen würde. Und ich finde diese Tunika eigentlich sehr, sehr schön. Ja, und was mir da ins Auge springt, das sind diese kleinen Strasssteinchen, die wirklich glitzern und funkeln im Sonnenlicht. Ja, dann brauchen wir noch das passende Unterteil dazu und das würde ich eigentlich sehr schön kombinieren, entweder mit einer weißen Leggings oder aber auch dieser weißen 7/8-Hose, die zum einen den Farbton nochmal aufgreift, dann aber auch mit diesen Details hier unten punktet und das Schöne ist natürlich, sie ist schön schmal am Bein. Ja, Irina, dann ist das dein Sommerlook. Geh du dich doch schon mal umziehen und für dich geht es dann auch direkt weiter, weil du bekommst auch eine komplett neue Frisur und ein tolles Sommer-Make-up. Und Marcello und ich, wir würden in der Zwischenzeit schon mal nach Accessoires und nach Schuhen für dich schauen. Hallo Irina, da hast du dich also getraut und dich von den langen Haaren ein Stück getrennt. Möchtest du mal selber gucken? Ja, ich. Wow. Du siehst richtig, richtig toll aus. Ja, mit Haaren und so. Ja, Marco hat dir ein tolles, leichtes Sommer-Make-up gezaubert in dezenten Tönen. Und dazu passend hast du nicht nur Länge verloren, sondern die Spitzen sind auch blondiert worden. Und jetzt hast du so einen richtig tollen Beach-Look mit leichten Wellen bekommen. Und ich finde, du siehst richtig, richtig toll aus. Deine Augen strahlen und funkeln. Passend zur Tunika. Genau, passend dazu haben wir diese farbenfrohe, luftig leichte Tunika genommen. Mit dem Farbverlauf grün zu blau, mit den ganzen Schmuckelementen. Und sehr schön auch hier die Strasssteine, die da richtig nochmal funkeln. Das Ganze greifen wir auf in den Zehensandalen und auch mit diesem Armband hier, mit den Perlen auch nochmal. Insofern sehr Schmuck. Haben dann eine schlichte Hose dazu genommen. Man kann das am Strand, denke ich mal, nur im Bikini kannst du das kombinieren, aber auch schön in der Stadt dann mit einer weißen Hose dazu. Und all das bringt deine Augen super zum Strahlen und du siehst aus wie eine orientalische Märchenprinzessin. Oh, danke schön. Danke. Für dich gibt es jetzt natürlich auch noch ein Fotoshooting und da wünsche ich dir viel Spaß. Super, danke. Ja. Okay, tschüss. 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 Mir geht's super. Das war sehr aufregend. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und jetzt habe ich ja ganz große Veränderung. Meine Haare sind kürzer geworden und das Outfit ist echt farbenfroh und richtig sommerlich und das gefällt mir sehr.